Wenn du selbstständig bist und wirklich gut bist in dem, was du tust, dann werden ziemlich sicher deine Umsätze und Gewinne immer weiter wachsen. Und früher oder später wirst du vor einer ganz zentralen Frage stellen. Und zwar, möchtest du deine Selbstständigkeit auch in Zukunft alleine bestreiten oder suchst du dir Mitstreiter? Suchst du dir Mitarbeiter? Und ob sich Mitarbeiter für dich lohnen oder anders formuliert, wann sich Mitarbeiter für dich lohnen, das schauen wir uns in diesem Video mal etwas genauer an. Und in der Regel kommt man zu diesem Punkt, wenn man erstens einfach unfassbar viel zu tun hat. Ich habe in den Jahren nach meiner Gründung konstant über 80, teilweise über 100 Stunden in der Woche gearbeitet und irgendwann bin ich halt zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, es geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht noch mehr als 100 Stunden arbeiten und ehrlicherweise möchte ich vielleicht auch perspektivisch ein bisschen weniger arbeiten und dafür brauchte ich einfach Entlastung. Und natürlich muss auch ein zweiter Baustein passen und zwar musst du genug Umsätze und genug Gewinne erwirtschaften, damit du dir diese Mitarbeiter denn auch leisten kannst. Und in der Regel ist der erste Mitarbeiter ein riesengroßes finanzielles Risiko. Das heißt, der Schritt von Solo-Selbstständigkeit zum Arbeitgeber mit Mitarbeitern ist unfassbar groß. Bei mir persönlich war das so, dass ich vorher ungefähr 500 Euro Fixkosten hatte. Und durch den Mitarbeiter hat sich diese Fixkostensumme, die ich jeden Monat ja erstmal erwirtschaften muss, bevor ich selbst nur einen einzigen Euro verdiene, vervielfacht. Meine Fixkosten sind von 500 Euro im Monat auf 4.000 Euro im Monat gestiegen. Und das ist natürlich extrem. Also dieser Sprung der Fixkosten, der birgt natürlich auch ein großes finanzielles Risiko. Und damit du damit keine Bruchlandung hinlegst oder den Mitarbeiter, den du gerade eingestellt hast, nicht sofort wieder kündigen musst, dafür musst du ein paar Dinge beachten und vielleicht so ein paar Faustformeln kennen. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das Allerwichtigste, was du verstehen solltest, ist, dass das Bruttogehalt eines Mitarbeiters nicht die Kosten des Mitarbeiters sind. Wir alle wissen das, weil wir alle irgendwann mal angestellt waren, dass das Nettogehalt nicht gleich das Bruttogehalt ist. Das heißt, das, was im Vertrag vereinbart ist, ist bei weitem nicht das, was der Arbeitnehmer anschließend auf das Konto überwiesen bekommt. Was viele nicht wissen, ist, dass das Bruttogehalt, also das Gehalt im Arbeitsvertrag, aber auch nicht die gesamten Kosten sind, die ein Arbeitgeber hat. Der Arbeitgeber zahlt bei den meisten Sozialversicherungen 50% der Beiträge auch selbst aus eigener Tasche mit. Das heißt, wenn du einen Mitarbeiter einstellst für beispielsweise 3.000 Euro im Monat, dann hast du als Arbeitgeber, und ich habe da mal ein Beispiel durchgerechnet, Kosten in Höhe von 3.613,50 Euro brutto, Arbeitgeberbrutto. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Bruttogehalt und dem Arbeitgeberbruttogehalt. Im Arbeitgeberbruttogehalt sind die ganzen Sozialversicherungen, die du für deinen Arbeitnehmer zahlst, mit enthalten. Und das liegt meistens so 20 bis maximal 25% über dem Bruttogehalt. Das heißt, bei 5.000 Euro Gehalt sind es dann 6.000 Euro an Kosten, bei 10.000 Euro sind es dann ungefähr 12.000 Euro und bei 2.000 Euro sind es dann halt 2.400 Euro. Das heißt, das kannst du da pauschal schon mal draufrechnen, um die Arbeitgeberbruttogehaltskosten auszurechnen. Es gibt übrigens auch Brutto-Netto-Rechner dafür. Google einfach mal Arbeitgeber-Brutto-Rechner und dann findest du auch solche Vergleichsrechner. Ich verlinke dir aber natürlich auch nochmal einen unten in der Videobeschreibung. Schau da also unbedingt einmal vorbei, um tatsächlich die echten Gehaltskosten für dich auszurechnen. Aber da ist es noch bei weitem nicht vorbei, denn du als Arbeitgeber hast einige weitere Verpflichtungen. Es gibt nämlich zum Beispiel auch Sozialversicherungen, die du zahlst, die der Arbeitnehmer gar nicht zahlt. Zum Beispiel die gesetzliche Unfallversicherung oder besser bekannt als Berufsgenossenschaft, die zahlst du als Arbeitgeber, wenn du Mitarbeiter hast. Außerdem erwarten Mitarbeiter selbstverständlich, dass du ihnen ihre Arbeitsmittel zur Verfügung stellst. Also ein Laptop, ein Schreibtisch, ein Platz in einem Büro und dieser Platz im Büro kostet ja auch anteilige Miete. Kosten, unter Umständen ein Firmenwagen und so weiter. Das heißt, diese Arbeitsmittel, die musst du ja auch kaufen und deine Mitarbeiter zur Verfügung stellen, damit dieser Mitarbeiter seine Arbeit erledigen kann. Außerdem solltest du auch immer die Zeit berücksichtigen, in denen du deinen Mitarbeiter zwar ein Gehalt bezahlst, dieser Mitarbeiter aber nicht aktiv arbeiten kann. Zum Beispiel während des Urlaubs. Du musst natürlich deinem Mitarbeiter irgendwie Urlaub gewähren oder dein Mitarbeiter darf oder wird auch mit ziemlicher Sicherheit irgendwann mal krank sein. Und in diesen Kranktagen oder in den Urlaubstagen muss dein Mitarbeiter natürlich trotzdem ein Gehalt bekommen und du musst in dieser Zeit natürlich trotzdem auch ein Gehalt bezahlen, aber in der Zeit kann dein Mitarbeiter keinen Umsatz erwirtschaften. Und das solltest du berücksichtigen in deiner Kostenstruktur und deiner Kalkulation. Und es gibt natürlich auch noch ein paar weitere Kosten, die du als Arbeitgeber hast. Zum Beispiel das reine Erstellen von Gehaltsabrechnung. Das kommt jetzt neu auf dich zu. Das heißt, neben dem Bruttogehalt und dem Arbeitgeberanteil der Sozialversicherung gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Kosten, die du als Arbeitgeber hast, wenn du Mitarbeiter hast und die du unter Umständen nicht hättest, wenn du einfach weiter alleine arbeitest.
Wie hoch diese Kosten sind, ist natürlich unfassbar schwer zu sagen. Es kommt natürlich ganz extrem darauf an, wie du arbeitest, was du arbeitest, in welcher Branche du tätig bist, wie viel Arbeitsmittel du eigentlich deinen Mitarbeiter zur Verfügung stellen möchtest. Ob du einen Büroarbeitsplatz zur Verfügung stellen möchtest oder ob du Homeoffice anbietest oder verpflichtend anbietest, weil du gar kein Büro hast und so weiter. Aber rechnen wir das Ganze einfach mal exemplarisch durch. Das heißt, du stellst einfach einen Mitarbeiter an für 3.000 Euro brutto. Und das haben wir schon berechnet, Arbeitgeber brutto sind dann 3.613,50 Euro. Das wäre dann dein Arbeitgeber-Bruttogehalt. Und dann kannst du je nach Tätigkeit nochmal 500 bis 1.000 Euro pro Monat rechnen für anteilige Mietkosten, Arbeitsmittel und so weiter. Das heißt, dein Mitarbeiter, der irgendwann 3.000 Euro brutto in seinem Arbeitsvertrag stehen hat und ausgezahlt unterm Strich dann vielleicht 2.000 Euro von dir überwiesen bekommt, verursacht monatliche Kosten von 4.000 bis 4.500 Euro für dich. Und diese 4.000 bis 4.500 Euro, die hast du nicht optional, die musst du tatsächlich auch jeden Monat zahlen. Und natürlich wäre es grob fahrlässig, wenn du jetzt eine Kalkulation hast, wo du sagst, naja, mein Mitarbeiter kostet 4.500 Euro, also muss dieser Mitarbeiter jetzt 4.500 Euro an Umsatz erwirtschaften. Dann hättest du ja gar nichts davon, dass du diesen Mitarbeiter hast. Dann hättest du einfach nur mehr Arbeit, noch einen Mitarbeiter und keinen Cent unterm Strich mehr. Und jederzeit, wenn irgendetwas schief geht, ein Kunde abspringt und der Mitarbeiter krank wird, dann stehst du plötzlich da und verlierst bares Geld. Von daher sollte jeder Mitarbeiter, da gibt es so eine Faustformel, ungefähr das Zweifache bis Dreifache seines Gehaltes erwirtschaften. Das bedeutet, dass dein Mitarbeiter, der 3.000 Euro brutto kostet, schon ungefähr einen Jahresumsatz von 80.000 bis 100.000 Euro erwirtschaften sollte. Das Ganze muss natürlich nicht ab Tag 1 passieren. Das ist auch vollkommen utopisch, weil normalerweise, wenn du einen neuen Mitarbeiter einstellst, dann muss der sich erstmal einarbeiten. Jeder Mensch ist in den ersten Tagen, in den ersten Wochen und unter Umständen auch in den ersten Monaten in einem neuen Job niemals so produktiv, wie man es nach ein, zwei oder drei Jahren ist. Und diese Zeit musst du dem Mitarbeiter natürlich geben. Das muss schließlich jeder Arbeitgeber. Das Ding ist nur, bei Mitarbeitern passiert es auf dein Risiko. Deinen Mitarbeiter kannst du nicht in der Probezeit einfach viel weniger Gehalt bezahlen, weil der sich ja noch einarbeiten muss. Nein, der Mitarbeiter verlangt natürlich ein konstantes Gehalt, auch wenn er sich erstmal einarbeiten muss. Er macht das Ganze schließlich für dich. Und das ist vielleicht auch ein genereller Gedankengang noch einmal für dich. Natürlich sind Mitarbeiter niemals so motiviert wie du in deiner Selbstständigkeit. Ich meine, es ist auch dein Unternehmen und du erwirtschaftest es für dich. Du baust für dich etwas auf. Dein Mitarbeiter ist einfach nur ein Mitarbeiter. Natürlich gibt es wahnsinnig gute Mitarbeiter, die auch intrinsisch motiviert sind. Aber sind wir mal ehrlich, dein Mitarbeiter wird am Samstag in der Nacht nicht wach liegen, weil er eine neue Geschäftsidee hat und ihm jetzt gerade was eingefallen ist, wie er dir mehr Umsatz bringen kann. Es ist halt ein Mitarbeiter und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist gut, dass es solche Menschen gibt, die einfach auch für andere arbeiten und da einen Rahmen haben und einen Rahmen brauchen, für den sie arbeiten. Du darfst aber niemals von deinem Mitarbeiter erwarten, dass die genauso brennen für deine Idee, wie du für deine Idee brennst. Und das sollte dir relativ klar sein, weil sonst ist Enttäuschung vorprogrammiert. Wir haben eben schon einmal darüber gesprochen, wie viel Umsatz eigentlich dein Mitarbeiter reinholen sollte. Was du allerdings auch brauchst, ist ein finanzieller Puffer. Gerade weil es unproduktive Phasen gibt. Die Einarbeitungsphase, eine Krankphase, nur Urlaubsphase und so weiter. Es wäre absolut tödlich, wenn der Mitarbeiter in einem Monat erst das erwirtschaftet, was du ihm am Ende des Monats direkt als Gehalt auszahlen möchtest. Das ist sehr, sehr gefährlich, weil was passiert, wenn in diesem Monat der Mitarbeiter jetzt krank wird? Oder was passiert, wenn der Kunde einfach zu spät bezahlt? Diese Verantwortung, dieses Risiko darfst du nicht auf die Schultern deiner Mitarbeiter abladen. Das ist dein unternehmerisches Risiko. Und du solltest auch immer darüber nachdenken, dass, falls die Auftragslage vollkommen einbricht, du natürlich auch deinen Mitarbeiter kündigen darfst. Du da aber natürlich eine gesetzliche Kündigungsfrist hast und du deinen Mitarbeiter natürlich innerhalb dieser gesetzlichen Kündigungsfrist immer noch ein Gehalt bezahlen musst. Deswegen sagt man, du solltest mindestens 3 Monatsgehälter oder besser gesagt 3 monatliche Kosten haben für deinen Mitarbeiter. Das heißt, wenn dein Mitarbeiter eine Kostenposition ist in Höhe von 4.000 bis 4.500 Euro pro Monat, solltest du unbedingt für die gesamten Kosten für den Mitarbeiter so 12.000 bis 15.000 Euro auf der hohen Kante haben. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Menschen dieses Video bis hierhin wie eine reine Katastrophe klang. Gefühlt klingt das so, als wenn das alles wahnsinnig schwierig ist und ein unüberwindlich großer Berg ist. Und ganz ehrlich, es ist auch ein unfassbar großer Schritt, von einem einfachen Selbstständigen zu einem Arbeitgeber zu werden und damit auch die finanzielle Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Keine Frage, ist ein riesengroßer Schritt. Aber an dieser Stelle, ich empfehle dir, gerade wenn es um den ersten Mitarbeiter geht, du musst auch nicht von 0 auf 100 gehen. Du kannst zum Beispiel auch mit einem Minijobber anfangen. Du kannst
kannst mit Werkstudenten anfangen. Oder wenn du eine voll ausgebildete Arbeitskraft haben möchtest, dann kannst du auch mit einer 20-Stunden-Stelle anfangen. Du musst nicht mit einer Vollzeitstelle starten in dein Arbeitgeber-Dasein. Und wenn dir das Ganze auch zu unsicher ist, dann kannst du dich da auch langsam rantasten, indem du andere Freelancer beauftragst. Du kannst ja einfach mit einem anderen Dienstleister einen Rahmenvertrag bilden. Beispielsweise eine virtuelle Assistenz für Bürodienstleistungen oder um Angebote zu schreiben oder Teile der Leistungserbringung outzusourcen an andere Dienstleister. Und dann buchst du bei diesen anderen Dienstleistern beispielsweise 10 Stunden in der Woche. Und ihr vereinbart trotzdem einen monatlichen Rahmenvertrag, so dass du jeden Monat immer den gleichen Betrag zahlst und auch die gleiche Anzahl an Stunden abnimmst. So näherst du dich Schritt für Schritt langsam dem Arbeitgeberdasein, ohne gleich von 0 auf 100 zu starten. Was können wir zum Abschluss dieses Videos zusammenfassend sagen? Ja, Arbeitgeber werden ist ein unfassbar großer Schritt. Und auch ein Schritt, der mit unglaublich finanziellem Risiko einhergeht. Und ehrlicherweise, die meisten Arbeitgeber haben auch Zeiten, in denen sie einfach Angst haben. Finanzielle Angst. Weil das Ganze wirklich ein großer Schritt ist. Du übernimmst die finanzielle Verantwortung für einen anderen Menschen. Aber ich als Arbeitgeber kann dir sagen, das ist es auf jeden Fall wert. Für mich gibt es nichts Erfüllenderes, als eine große Idee zu haben, große Pläne zu schmieden und dann Menschen zu finden, die mit mir zusammen daran arbeiten, dass wir dieses Ziel erreichen. Und auch die Selbstwirksamkeit ist so viel höher, wenn man nicht alleine vor seinen ganzen To-Dos sitzt, wenn man sich Aufgaben aufteilen kann, wenn ich unter Umständen Aufgaben, in denen ich schlechter bin oder die ich weniger gerne mache, abgeben kann an Menschen, die genau darin ihre Stärken haben und das genau gerne machen. Es gibt einfach nichts Schöneres, als mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten in dem eigenen Unternehmen. Und deswegen an dieser Stelle, ich weiß, das ganze Thema ist furchteinflößend, das ganze Thema ist sehr risikobelastet und ich habe in dem Video dir auch wahrscheinlich einige Punkte mitgegeben, über die du erstmal nachdenken musst, aber es lohnt sich. Wenn du dazu noch Fragen hast, auch gerne so einfach Erfahrungen wissen möchtest, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Bei Contis war ich mit in der Geschäftsführung und wir hatten in der Spitze über 200 Mitarbeiter, also so eine riesengroße Dimension. Und das Ganze ist einfach das größte Abenteuer, was man sich vorstellen kann. Und du als Selbstständiger brauchst mit Sicherheit auch Unterstützung, links und rechts. Ein Steuerberater, ein Buchhaltungsprogramm, ein Programm, mit dem du Gehaltsabrechnungen erstellen kannst und so weiter. Alle meine Empfehlungen verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wie immer, ich verlinke sie dir aber auch einmal hier. Oder du schaust jetzt einfach direkt weitere Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es viele tolle Videos zu entdecken. Zum Beispiel das hier oder das hier.